Guten Morgen zusammen zum dritten Webinar unserer Webinarreihe mit Tradebyte erfolgreich zum Marktplatz werden. Normalerweise macht die Anmoderation ja Martin Groß-Alpenhausen. Der Technikteufel hat mal wieder zugeschlagen. Wir hoffen, er ist später mit dabei. Genau, deswegen würde ich jetzt auch schon mal an Tim übergeben. Vielen Dank, Rebecca, für die Einleitung. Ja, springen wir mal rein in die Slides für heute. Im dritten Teil geht es darum, wie kann man selber ein Marktplatz werden? Was sind die Vorteile von einem Marktplatz? Und wie kann man mit einem How-to-Guide, den wir erstellt haben, dann Schritt für Schritt selber einen Marktplatz werden? Zunächst nochmal eine kurze Einleitung zu mir und zu Tradebyte. Ich agiere als E-Commerce Consultant auf der Marktplatzseite. Das heißt, ich betreue Marktplätze im Onboarding an unsere Software, beziehungsweise helfe Ihnen auch im Enabling beratend zur Seite zu stehen, wie man einen Marktplatz eben auch entwickelt, strategisch auf Ihrer Seite, um dann auch das Projekt konkret vorzubereiten. Tradebyte an sich ist ein Middleware-Provider, das heißt, unser Ziel ist es, Plattform-Players an sich erfolgreich zu machen. Das bedeutet einerseits, die Markenseite mit Marktplätzen zu verbinden und andererseits die Marktplätze eben auch zu den relevanten Marken zu führen, um so Ihr Sortiment zu erweitern. Genau, springen wir in die Agenda. Als erstes gucken wir uns an, warum man so überhaupt ein Marktplatz werden sollte. Was sind die Vorteile und die Chancen bei einer Marktplatzstrategie? Diese gucken wir uns dann im zweiten Teil genauer ein, anhand eines Reifemodells und eines Lebenszyklus, wie normalerweise Marktplätze strukturiert werden und aufgebaut werden, um dann konkret in einen How-to-Guide zu gehen mit 9 Schritten, wie ein Marktplatzgeschäft gelingen kann. Dann gebe ich noch eine Success-Story und am Ende starten wir in die Fragerunde. Aber zunächst einmal, warum sollte man ein Marktplatz werden? Da gibt es die gängigen Gründe, die schon bekannt sind. Logischerweise starten die meisten Retailer im Wholesale. Das bedeutet, sie haben ein Eigengeschäft und verkaufen selber in ihrem eigenen Namen eigenbezogene oder hergestellte Produkte. Und es gibt in den letzten Jahren, in den letzten 5 bis 10 Jahren den Trend hin zur Marktplatzökonomie, zur Marktplatz- und Plattformökonomie, wo eben der Retailer sich als Marktplatz öffnet und auch eben andere Marken an den Endkunden führt und vermittelt. Und das birgt natürlich zahlreiche Chancen, warum das überhaupt auch gemacht wird. Und die gängigsten dafür sind natürlich zunächst einmal, dass schnell neues Sortiment angebordet werden kann. Das heißt, man kann sehr stark skalieren. Man kann die Produkte von anderen Marken herbeziehen, kann den Stock deutlich erhöhen. Das bedeutet, man kann seine eigene Bestandsverfügbarkeit diversifizieren, ist nicht mehr in der eigenen Logistik, in der eigenen Produktsupply abhängig, sondern kann das auf verschiedene Parteien erweitern und kann somit das Angebot enorm erhöhen, ohne selber die Downside vom Risiko zu haben. Das Ganze führt dann dazu, dass man eben auch neue Produkte, Assortments, Artikel sehr schnell testen kann. Das heißt, man kann neue vielleicht angrenzende Kategorien testen, onboarden, um zu gucken, wie die Zielgruppe vom eigenen Marktplatz darauf reagiert, um dann eventuell den eigenen Wholesale in diese Richtung auch auszubauen. Und das Ganze führt dazu, dass der Druck in der eigenen Logistik durch dieses klassische Dropship-Modell reduziert wird und man einfach mehr Effekte und schnellere Abwicklungen von den ganzen Produkten und Orders einfahren kann. Das Ganze führt dann generell zu weniger Risiko, insbesondere von der finanziellen Seite, weil man muss die Produkte nicht einkaufen, man muss sie nicht herstellen, supplyen, man muss sie nicht lagern, man hat die Lagerabhängigkeiten, nicht die Bestandsrisiken, sondern kann diese eben diversifizieren auf unterschiedliche Supplier. Dieses neue Angebot von den neuen Marken, von den neuen Brands, die hinzukommen auf den Marktplatz, führt dann idealerweise auch zu einer Erhöhung der Nachfrage. Best Case entwickeln sich somit Netzwerkeffekte. Das heißt, mehr Angebot führt zu mehr Nachfrage führt zu mehr Angebot und so weiter, um damit dann eben enorme Skalierungseffekte zu erzielen. Das sind jetzt die Vorteile von dem klassischen Marktplatzgeschäft an sich. Da hört es aber noch nicht auf, weil besonders spaßig wird es, wenn man dann weitere Dienstleistungen und Services einführt. Das sehen wir an den großen Playern
wie Zalando, wie Amazon, wie Otto, dass hier eben enorme Profitabilität erreicht werden kann, indem man beispielsweise Kundeninformationen im Detail teilt für die Marken, dass sie genau wissen, welche Zielgruppe adressieren sie, wie müssen sie sich positionieren auf dem Marktplatz. Und dann der heilige Gral von der Plattformökonomie natürlich die Schaltung oder die Schaffung von Werbeanzeigen, Werbeformaten, wo die unterschiedlichen Partner im Wettbewerb stehen auf der Plattform. Das bedeutet, der Marktplatz, die Plattform hat so einen Wert an sich, dass ein Wettbewerb, ein Kampf um die Positionierung stattfindet. Und das ist eine enorme Profitabilitätsmaschine dann beispielsweise bei Amazon. Das kann dann entstehen, wenn man eben diese Netzwerkeffekte enorm genutzt hat am Anfang und ein stabiles Marktplatzgeschäft zugrunde liegt. Andere Möglichkeiten sind beispielsweise Fulfillment Services. Das bedeutet, man kann seine Stärken, wenn man Stärken in der eigenen Logistik hat, nutzen, um das als Dienstleistung anzubieten. Das kann ein zentrales Retourenmanagement sein für eine bessere Customer Experience. Das kann aber auch Cross-Docking sein, dass man eben die Last Mile zum Endkunden übernimmt oder sogar ganze Fulfillment-Buy-Modelle, wie wir das auch von Amazon oder Zalando kennen. Gängig für den Start sind partnerbezogene Dienstleistungen und Services, beispielsweise wie kann man den Content eines Partners optimieren auf der Seite oder wie können die Partner in eigenen Marketingkampagnen und außerhalb von einer Ad-Economy, sage ich mal, platziert werden oder auch eigene Markenshops innerhalb des Marktplatzes. Das sind gängige Start-Services, ohne jetzt eine komplette neue Struktur aufzubauen. Aber alle diese Dienstleistungen sind abhängig von dem Reifegrad logischerweise und von dem Lebenszyklus, wo sich der Marktplatz gerade befindet. Diesen Reifezyklus und Lebenszyklus gucken wir uns jetzt in dem zweiten Teil in der Marktplatzstrategie an. Generell kann man sich, wenn man jetzt von einem klassischen Retailer ausgeht, der hinsichtlich eines Marktplatzes sich öffnet, von circa 5 Leveln ausgehen in einem Reifemodell. Das Level 1, der Start in dieser Reife, ist eben der eigene Online-Shop, die eigene Online-Präsenz, der First-Party-Commerce, also man verkauft selber Wholesale etc. im eigenen Online-Shop und bezieht die Produkte selbst, kümmert sich um Content, kümmert sich um Preise, kümmert sich um das Fulfillment. Im nächsten Schritt ist dann oftmals die Wahl eines klassischen Retailers zu sagen, okay, wir möchten jetzt noch Dropship hinzufügen. Das bedeutet, wir nutzen die Logistik von anderen Marken, um das Angebot zu erweitern. Wir sind aber selber noch verantwortlich für die Preise und für teilweise auch sogar den Content. Dann im dritten Level sagt man, okay, man öffnet sich komplett. Das bedeutet, man gibt ein bisschen Freiheit ab, um Skalierungseffekte und Reichweite zu erreichen. Und dann wird man Third-Party-Marktplatz. Das ist dann dieser klassische Marktplatz, den wir alle im Kopf haben, wo man dann sagt, okay, wir kümmern uns nicht mehr um Preise, nicht mehr um Content und auch nicht mehr um die Logistik. Wir geben das komplett ab in die Hände der Supplier und vermitteln nur noch. Wir kuratieren dann nur noch das Angebot und die Nachfrage und vermitteln dazwischen. Dann werden Schritt für Schritt, nachdem eben diese unterschiedlichen Stufen erreicht sind, die dann auch technische Hürden mit sich bringen, wie zum Beispiel Order Split, buchhalterische Auseinandersplittung von Zahlen etc., Integration von Zahlungsdienstleistungen, werden dann eben wird der Produktmix erweitert, beziehungsweise wird dann ein konkretes Lieferantenmanagement vorgenommen, um ein quantitatives Management gewährleisten, um somit qualitativ auch zu steigen. Im fünften Level Optimierung, das kann man schon sagen, das überlappt natürlich. Das bedeutet, man hat diese einzelnen Schritte und optimiert jeweils in den einzelnen Schritten. Aber am Ende geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, die Prozesse, wie laufen die Prozesse von der Integration, von der Abwicklung, um dann wirklich zu sagen, okay, die Prozesse stehen, jetzt können wir skalieren und eventuell neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, wie vorher angebracht, einzuführen. Jedes dieser einzelnen Level hat natürlich aber trotzdem noch eine Art Lebenszyklus. Das heißt, man muss sich in näheren Schritten diesen einzelnen Level nähern. Zu Beginn natürlich gibt es die Bewertungs-, die Enabling-Phase, in der man strategisch rangeht, sagt, wir brauchen
bestimmte Projektteams, wir müssen das mit den internen Stakeholdern absprechen, etc., um dann ein MVP zu entwickeln. Das heißt, eine erste Version zu gucken, funktioniert das, testet man das mit einem ersten Partner beispielsweise, um dann auch innerhalb von diesen Levels die Prozesse intern strukturell, aber auch von der Business-Seite zu stabilisieren, um dann eben diesen Scale-Up-Effekt zu haben und in ein nächstes Level einzusteigen. Deswegen an sich, das ist alles ein fließender Prozess, das überlappt sich auch, aber es sind trotzdem diese Kernregeln, wie man sich eben ranarbeitet an diese Reife, um somit im eigenen Marktplatz in der Reife zu starten. Zu Beginn, ganz wichtig, muss man erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, man muss seine eigenen Assets, die man dann monetarisieren will, auch bewerten. Ganz wichtig, der zentralste Punkt von allen ist der Kundenzugang, Kunden. Das heißt, was für eine Reichweite habe ich? Welche Zielgruppe habe ich? Habe ich eine Art von Reichweite und Zielgruppe, die ein Marktplatzgeschäft positiv darstellen lässt? Also macht das Sinn in diesem Zusammenhang? Wie kommen die Kunden auf meinen Marktplatz dann später hin? Und welche Informationen habe ich? Das heißt, habe ich genug Informationen konkret über die Reichweite und Kunden, um sie dann auch Partnern bereitzustellen, dass diese die analysieren können und die idealen Produkte für die Zusammenarbeit finden können? Dann, wenn die Nachfrage, wenn das Angebot gesteigert ist, muss die Nachfrage natürlich auch gesteigert werden. Das heißt, ist mein Marketing darauf ausgelegt, diese enorme Angebotssteigerung auch mit der Nachfrage zu füllen? Das heißt, habe ich die genügend Marketing Kanäle, um neue Reichweite zu erreichen? Und ist mein Marketing sogar darauf ausgelegt, auch Third-Party, also Marktplatzartikel zu vermarkten beispielsweise? Dann als Grundlage natürlich die IT-Lösungen. Das heißt, was habe ich für ein bestehendes Setup im Backend, ERP, PIM? Ist das dafür ausgelegt, dass ich externe Artikel beispielsweise anlegen kann? Kann ich einen Order-Split durchführen? Wie sieht das buchhalterisch, die Integration mit der Logistik aus? Also sind die IT-Plattformen und Lösungen so vorhanden, dass man ein Marktplatzgeschäft aufbauen könnte? Und wenn nicht, was oftmals der Fall ist, muss man natürlich dann eben Zusatzlösungen entweder bauen oder einkaufen. Und dann zuletzt die Logistik. Wie stark bin ich in der eigenen Logistik? Ein großer Vorteil vom Marktplatz ist natürlich, dass man die Logistik etwas entlastet. Aber wenn ich darin stark bin, wie kann ich das noch integrieren? Vielleicht als initiales Dienstleistungsprojekt beispielsweise. Deswegen Bestandsaufnahme, Assets analysieren, die man aktuell hat, um sich dann in diesem Marktplatzreifemodell weiter voranzutreiben. Dafür gibt es natürlich auch diese strategischen Leitfragen, die man sich stellen kann. Also welches Geschäftsmodell möchte ich als Marktplatz haben? Wie baue ich ein solides Partnerprogramm auf? Das heißt, wie kann ich mich den Partnern präsentieren, dass diese Interesse haben, am Marktplatz zu verkaufen? Weil es ist natürlich als initialer junger Marktplatz nicht der Fall, dass man sagt, okay, wir sind hier und plötzlich kommen alle angerannt. Ja, das ist in ganz wenigen Fällen je nach exklusiver Positionierung der Fall. Aber man muss sich auch als Marktplatz verkaufen. Und dafür ist das Partnerprogramm gut. Welche rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden hinsichtlich den unterschiedlichen Modellen, also Steuern, Datenschutz, auch Customer Care oder Zahlungsintegrationen? Wie finde ich Partner und Marken? Wie kann ich auf diese zugehen? Und wie kann man diese dann mit einer passenden IT-Infrastruktur anbinden? Und welche Kriterien möchte ich gerne an die Partner geben, zu sagen, okay, das ist meine Taxonomie, diese Content-Kriterien brauche ich, sonst können wir nicht integrieren. Also ja, auch klare Regelungen vorgeben. Wie kann man dann die Integration, die Markteinführung einerseits des Marktplatzes, aber dann auch die Integration, die Time-to-Online beschleunigen und generell einen Blick in sich rein, was sind interne Herausforderungen im Unternehmen, sind alle Stakeholder abgeholt und sind d'accord mit dem Marktplatzmodell, wie sich das entwickelt. Es gibt dann noch Vorteile und Herausforderungen, wenn man jetzt von diesen zwei Leveln ausgeht, Dropship und Third-Party-Marketplace. Da gehen wir ganz kurz nur drüber. Logischerweise beim Dropship, der große Vorteil ist, man
reduziert das Risiko im Sinne von Beständen, von Logistik. Man diversifiziert eben die Logistik zu den Partnern, hat aber immer noch Kontrolle über Preise und Margen und kann auch dann, weil die Produkte im eigenen Namen verkauft werden, immer noch auch selber Werbeaktionen ohne Probleme durchführen und ist einfach in dem Sinne näher an diesem klassischen alten Online-Geschäft dran. Allerdings ist die Erweiterung von Lieferantenaufträgen, Rücksendung, also diese Abgabe von Kontrollen, dann führt auch teilweise immer zu Problemen und muss auch technisch integriert werden. Und man ist dann eben auch abhängig von der Logistik, der Qualität, der Lieferkette, der Partner. Im klassischen Marktplatzmodell hat man noch mehr Möglichkeiten. Man gibt zwar noch mehr Kontrolle ab, aber das ist, wie gesagt, der Preis dafür einen enormen Skalierungseffekt zu erreichen. Das heißt, man kann sehr schnell weitere Kategorien, Bestände integrieren, testen, ausweiten. Man kann neue Verkäufe onboarden und man kann sehr schnell skalieren in Sortimenten, in der Breite, in der Tiefe. Hat natürlich etwas weniger Kontrolle zwischen Preisen und Margen. Das heißt, meistens ist die Gewinnspanne etwas kleiner im Marktplatzmodell hinsichtlich des Dropship-Modells. Und man muss eben kämpfen um dieses Gleichgewicht von Qualität und auch Angebot und Nachfrage. Das kann eine Herausforderung im Marktplatzmodell sein. Wenn man das Angebot zu stark erhöht, aber die Nachfrage nicht, dann wirkt es eher Bazar-ähnlich und dann gibt es einen Wettbewerb. Also da muss eine Balance beispielsweise entstehen. Jetzt gibt es natürlich auch hybride Modelle. Also wenn man sagt, man ist ein klassischer Retailer und möchte sich peu à peu erweitern. Das ist jetzt ein Beispiel für ein hybrides Modell, wo man eben Dropship, Marktplatz und Kernsortiment hat. Das heißt, für das Kernsortiment hat man den eigenen Online-Shop, die eigene Logistik, die eigenen Prozesse, First-Party-Commerce, wie schon angesprochen. Und das funktioniert und das wird auch weitergetrieben. Und wenn jetzt im Kernsortiment beispielsweise komplexere Logistiken oder Probleme mit den Lieferketten entstehen, dann kann man Dropship erweitern. Bedeutet, man kann im Kernsortiment sagen, okay, man wird direkt von den Marken, von den Partnern beliefert. Und wenn man dann das Kernsortiment komplementär erweitern möchte mit neuen Kategorien, Dienstleistungen, dann kann man sagen, okay, wir fangen damit an mit dem Marktplatz. Das ist für uns am risikoärmsten und gucken dann, wie das funktioniert, um es eventuell auch in das Kernsortiment rüberzunehmen. Das ist ein gängiger Ansatz für eine Strategie im hybriden Modell. Genau, kommen wir nun zum How-To-Guide, also wie sind wirklich die Schritte strukturiert, wie man selber jetzt als Retailer sagen kann, okay, das ist mein Leitfaden, damit ich Richtung Marktplatz mich entwickeln kann. Die Strategie, das Reifemodell haben wir jetzt als Grundlage gelegt, aber jetzt geht es ein bisschen konkreter in die Schritte rein. Zunächst einmal als erstes die strategische Planung. Das hat viele Facetten, das hat Business-Facetten, Profitabilität. Natürlich, wie finanziere ich das Ganze? Welche Stakeholder müssen abgeholt sein? Und was ist die generelle Strategie eines Marktplatzes hinsichtlich Wachstum und Positionierung? Dann auch Teil davon, aber ein bisschen ausgelagert, ist die Sortimentsstrategie. Das heißt, wie möchte ich mich konkret positionieren vom Sortiment? Wie schon eben angeführt, eben in einem hybriden Modell, was habe ich für einen Mix? Wo kommen Marktplatzartikel her? Wo kommen meine eigenen her? Wie kombiniere ich das beides? Dann das Businessmodell, das hatten wir letzte Woche schon im Ansatz mit den unterschiedlichen Kriterien zwischen dem Vermittlungsmodell oder dem, man steht selber noch vor dem Konsumenten und auch das Fulfillment-Modell, auch da jeweils mit den individuellen Kriterien abwägen, was passt zu unserer Positionierung als Marktplatz dann besser, was sind vielleicht auch die rechtlichen Hürden, auf die man dann eingehen muss, beziehungsweise was ist einfach leichter zunächst umzusetzen. Dann, nachdem man die Bestandsaufnahme von der Software internen IT vorgenommen hat, welche Marktplatzsoftware brauche ich? Baue ich diese selber? Kaufe ich die ein? Was sind meine Anforderungen diesbezüglich? Dann muss ich diese bauen und implementieren. Logischerweise, da gibt es dann die Unterschiede, was länger dauert im Sinne von selber bauen oder kaufen, welche Art von Software integriere ich, was für Funktionalitäten brauche ich. Dann wird initial mit einem Pilotpartner live geschaltet. Das heißt, man testet end-to-end komplett die ganze Integration und geht dann konkret
in das Partner-Seller-Recruiting und Onboarding, wo man sagt, man baut unterschiedliche Listen auf, zu sagen von der Priorisierung, okay, jetzt möchten wir mit diesen Partnern skalieren, da sind wir schon in den Gesprächen. Dann gibt es den Launch und Marketing, das ist natürlich abhängig, wie man sich positioniert, inwiefern man das an eine große Glocke hängt, da gehen wir dann aber drauf ein und zu guter Letzt dann das Einstellen eines fortlaufenden Performance Managements, das heißt das komplette Monitoring, wie funktioniert der Marktplatz, wie entwickelt er sich, um dann eben zu gucken, gibt es diese Netzwerkeffekte und kann man dann weiter wachsen mit weiteren Dienstleistungen beispielsweise. Aber steigen wir ein in den ersten Schritt, die strategische Planung und Finanzierung. Die beginnt natürlich in der Marktplatzstrategie, Reifemodell, Lebenszyklus und auch die Assets-Analyse, das heißt die Ist-Aufnahme. Und dann gibt es generell runtergebrochen 4 Säulen. Die eine Säule ist die Business-Strategie, natürlich die Strategie, die wir eben schon besprochen haben, zusätzlich dann aber auch die Finanzierung davon, Business Case Kalkulation, das heißt, wie viele Partner brauche ich, in welcher Zeit, damit sich das Ganze rentiert für uns. Abhängig davon auch die IT-Systeme, welche Systeme muss ich integrieren, muss ich eventuell mein ERP umstellen, muss ich neue Module dazu buchen, muss ich andere Dienstleistungen einkaufen. Und Daten und Content bedeutet, welche Anforderungen, welche Taxonomie habe ich, welche Qualitätsansprüche habe ich, kann ich das an die Partner vermitteln? Das bedeutet, kann ich den Partnern die Voraussetzung setzen, zum Beispiel ein Mapping durchzuführen an diese Taxonomie? Und ganz wichtig auch, wie baue ich die Organisation auf? Bedeutet, wo wird eine potenzielle Marktplatz-Unit innerhalb des Unternehmens angesiedelt? Gibt es kombinierte Rollen? Gibt es spezialisierte Rollen? Hierbei sind die gängigsten Rollen natürlich ein technischer Projektmanager, ein Integrationsmanager, ein Account- oder Partnermanager und auch ein Supportmanager, ganz essentielle Rollen. Wo kommen diese Rollen her? Wie viele muss ich rekrutieren, basierend auf dem Business Case? Das sind diese strategischen Planelemente, die zunächst im Beginn durchgeführt werden müssen. Dann die Sortimentsstrategie, das heißt, wie möchte ich mich vom Sortiment platzieren? Möchte ich nur Marken und Retailer onboarden? Möchte ich mich verbreitern, vertiefen? Also möchte ich zunächst komplementäre Artikel über das Marktplatz-Business beziehen oder direkt schon auch ins Kernsortiment eingreifen? Wie viele SKUs, welche Sortiments? Preiskategorien, Arten, Preissegmente, vielleicht möchte ich da testen, da sind wir letzte Woche im Detail drauf eingegangen, also auch hier ganz elementar, wie platziere ich mich vom Sortiment her, weil das Sortiment nun mal auch der Kern des E-Commerce-Geschäftes, des Marktplatzgeschäftes in diesem Fall ist. Dann das Business- und Fulfillment-Modell. Hier haben wir grob runtergebrochen die 3 Modelle, die ich auch letzte Woche angeführt habe. Das Vermittlungsmodell, hier sprechen wir von dem klassischen Marktplatzmodell. Das heißt, der Retailer, der Marktplatz steht in der Mitte und vermittelt die beiden Parteien miteinander, hat aber selber keinen Endkundenvertrag. Also das klassische Marktplatzmodell sozusagen in der Endform von der Evolution. Und dann die 2 anderen Stufen, Kommissions- und Einkaufsmodell. Auch ein Dropship mit dem Einkaufsmodell sozusagen gleichzusetzen. Das ist noch viel näher an dem klassischen Online-Geschäft, von dem man gestartet ist. Das heißt, man kann viel mehr von den eigenen Prozessen beibehalten, Endkundenrechnung, Abrechnung mit dem Partner etc. ist man auch flexibler. Und da hat es, wie gesagt, unterschiedliche Vor- und Nachteile, während das Vermittlungsmodell beispielsweise schwieriger umzusetzen sein kann aufgrund der Zahlungsregulation, ist das Einkaufsmodell beispielsweise nicht als klassisches Marktplatzmodell wirklich angenommen von vielen Partnern. Das bedeutet, die Partnerakzeptanz spielt hier auch eine große Rolle. Und hier kann man dann eben diese unterschiedlichen Kriterien, die hatten wir im Detail letzte Woche, nochmal durchgehen für sich. Wie möchte ich mich positionieren? Möchte ich offen sein, nicht kuratiert im Sinne von dem Assortments, von der Zusammenarbeit, oder möchte ich eher eine Kuration vornehmen? Das bedeutet, ich wähle wirklich sortimentsbasiert passende Partner auf, habe hohe Content-Anforderungen, die meine Customer Experience nicht negativ beeinflussen, und bin in dem Sinne geschlossener, auch abhängig, dann soll ein Wettbewerb stattfinden, eine Exklusivität, und das Ganze dann mit dem Hintergrund, wer
ist Face to the Customer. Also wer verkauft den Artikel im Endeffekt konkret? Und das sind, wie gesagt, die einzelnen Kriterien, die man dann im Detail einer strategischen Evaluierung durchgehen muss, um zu sagen, okay, das passt eher zu unserer Positionierung, so möchten wir uns darstellen. Und wie gesagt, das Ganze vermischt auch. Das heißt, man kann auch ein geschlossener Marktplatz sein, der aber trotzdem Wettkämpfe zulässt und keine eher Exklusivität. Ja, also da muss man dann wirklich individuell in die Bewertung einsteigen. Die Fulfillment-Modelle sind, glaube ich, relativ klar. Am gängigsten absolut das Dropshipping, gerade zum Start. Cross-Docking, also bedeutet, wenn eine Order platziert wird vom Endkunden, dann wird die Lieferung zunächst einmal zu einem Lagerhaus von der Plattform geschickt und die macht dann die Last Mile. Das kann Sinn machen, wenn man sagt, man möchte Partnern auch den Zugang zu etwas schwierigeren Ländern, sage ich mal, logistisch sehen. Wenn wir jetzt sagen, Osteuropa beispielsweise, dass vielleicht deutsche Partner da keine große Logistikinfrastruktur haben und das nicht so gut fulfillen können, da macht das Sinn. Und Fulfillment bei Retailer, um eben die eigene Stärke, Skalierung in der eigenen Logistik zu nutzen und entstehen zu lassen. Und das, wie gesagt, meistens als Dienstleistung dann in einer späteren Reifephase des Marktplatzes. Dann die große Frage, Marktplatz, Softwarelösung finden. Möchte man diese selber bauen oder möchte man eine Lösung einkaufen? Das hat natürlich dann auch wieder Vor- und Nachteile. Also beim Selbstbauen, man ist flexibler. Das heißt, man kann die selber so bauen, wie man sie braucht hinsichtlich der Anforderungen. Allerdings dauert das Ganze deutlich länger, weil man eben bei Null startet im Sinne von der Entwicklung, aber auch teilweise vielleicht von der Kompetenz, welche Funktionalität man wie braucht und implementieren muss. Und dann beläuft sich das Investment meistens mit der eigenen Entwicklung in siebenstellige Bereiche, weil eben auch neue Funktionen und Verbesserungen kontinuierlich etc. mit einkalkuliert werden müssen, die wirklich teilweise sich dann auch im Endeffekt addieren. Und man muss eben alles von Null entwickeln. Wie gesagt, der Vorteil dabei ist, man ist etwas flexibler und muss dann gucken, was in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Bei Lösung einkaufen im Gegenzug, man ist deutlich schneller live, man hat deutlich schnelleres Go-Live-Datum und kann besser testen. Man ist meistens 5- bis 6-stellig unterwegs vom Preis, das heißt auch hier niedriger, weil es eben eine Software schon vorhanden ist, die wurde schon gebaut, die muss nicht extra individuell gebaut werden. Es gibt Best Practices, es gibt Unterstützung, weil meistens die Software logischerweise schon oftmals angewandt wurde und integriert wurde. Das heißt, es gibt Case Studies und bereits viele Funktionen, APIs, die zur Verfügung stellen, also Schnittstellen, die bereit sind. Und man hat teilweise auch ein Markennetzwerk mit schnellen Integrationen. Hier, wie gesagt, das ist abhängig davon, wie man sich positionieren möchte, ob man sagt, okay, man ist komplett committed und möchte von Null auf alles selber bauen oder wir machen das schnell und vielleicht gibt es sogar eine Lösung, die wir auch gar nicht besser nachbauen können selbst. Als Beispiel hierfür nehmen wir natürlich Tradebyte als Beispielslösung, wie so eine Integration stattfinden kann, beziehungsweise was so die Grundpfeiler sind einer solchen Marktplatzlösung. So können zum Beispiel die Marken auf unserer Seite jetzt vom TB1 integrieren und diese bringen dann ihre Daten zu dem jeweiligen TB Market oder zum jeweiligen Retailer und dieser kann dann konsolidiert, gestaffelt eben alle Produktdaten aus seinem System, aus dem TB Market System abrufen und bei sich integrieren. Hier ist eben der Vorteil auch eine Skalierungseffekt, weil es eben zwischen diesen beiden Systemen standardisierte Schnittstellen gibt. Das heißt, egal ob 1000 oder 10.000 Marken integrieren diese individuelle und werden dann konsolidiert eben an den Retailer weitergegeben. Und es gibt an sich auch unzählige weitere Integrationsmöglichkeiten darüber hinaus. Das heißt, man kann nicht nur über das Tradebyte Brand Tool integrieren, also nicht nur die Marken, die schon bei Tradebyte sind, sondern man kann auch sagen, man möchte eigene Marken, die noch nicht bei Tradebyte sind, über eine White Label Lösung oder auch im Self-Service integrieren mit der Software. Oder man nutzt eben sogar andere
Integratoren, Aggregatoren, die auch ein Integrationsprodukt zur Verfügung stellen und kann darüber auch integrieren. Das heißt, eine solche Infrastruktur bietet einfach unfassbar viele Möglichkeiten, um schnell zu integrieren. Und das hat enormen Kosten, Zeitaufwand, eben, den man sich spart, wenn man selber baut. Genau. Dann, wenn man sich entschieden hat für eine Softwarelösung oder für den Eigenbau, muss man dann natürlich gucken, wie baut man das oder implementiert man das. Hier ein Beispiel von einer weißen Wiese aus Tradebyte-Sicht in dem Fall. Das bedeutet also, wie funktioniert eine solche Implementierung von der Softwareseite her? Natürlich, wie angesprochen, die einzelnen Lieferanten haben beispielsweise ein TB1, die sind standardintegriert mit einem TB-Market. Das Ganze wird regelbasiert aufgrund der Content-Anforderungen des individuellen Retailers gesteuert und kontrolliert. Und dann wird eben dieses System an das ERP, an das PIM, an den Media Server, an das individuelle Setup angeschlossen. Und man hat dann unterschiedlich entweder Kataloge, Preise, Stocks etc., die man dann beziehen kann und das Ganze standardisiert und deswegen auch ready to scale in dem Sinne, weil es eben keine individualisierten Probleme und Sonderlocken gibt. Und dann natürlich auf Retailer-Seite muss man dann auch ins Detail gehen. Das heißt, wie laufen die Daten durch das ERP, durch das PIM an den Webshop? Welche Sonderlocken gibt es da eventuell? Man muss da ins Detail gehen. Aber wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema in der individuellen Strukturierung, aber deswegen ein unfassbarer Bestandteil eben eines Marktplatzgeschäftes, diese komplette Integrationssoftware zu nutzen, weil nur so kann man skalieren, weil ein manuelles Onboarding natürlich seine Limits hat. Deswegen möglichst automatisieren. Hat man das Ganze geschafft, die technische Integration, dann geht man live. Das bedeutet, man hat ein End-to-End-Testing, man hat vielleicht einen Pilotpartner, wo man sagt, okay, von der Anbindung, von der Integration bis hin Beispielprodukte, die dann im Shop verfügbar sind als Marktplatz, spielt man alles durch. Man testet die Order, die unterschiedlichen Szenarien, die es dabei gibt und kann dann weitere Probleme entdecken und die Prozesse schärfen. Dann, sobald die Prozesse geschärft sind und stehen, muss man konkret in das Partner-Seller-Onboarding gehen und das Recruiting. Das heißt, wie finde ich Partner und Seller aus Marktplatzsicht? Das sind die Punkte, die wir letzte Woche bereits hatten. Diese müssen wir jetzt ergänzen, konkret in Strukturen zu fassen. Das heißt, als Marktplatz positioniere ich mich auch mit einem Partnerprogramm. Das heißt, ich gebe Regeln vor, welche Sortimente, welche Content-Anforderungen, welche Bilder, vielleicht ein Sales-Deck, mit welcher Zielgruppe habe ich als Marktplatz, was sind meine Strategien für Wachstum etc., was sind auch die Wachstumszahlen, die Zahlen, Daten, Fakten, also das Partnerprogramm wirklich aufziehen und sich selbst zu verkaufen, um dann konstant neue Partner zu gewinnen für sich. Eventuell baut man sogar eine Partnerplattform, auf der man sich dann verkauft, auf der sich Partner bewerben können. Das heißt, auch da einen Automatisierungsprozess mit reinzubringen. Dann die Partner-Roadmap aufbauen. Das bedeutet, man hat entweder vorhandene Tool- oder Markenlisten von dem Integrationsprovider oder man baut eben selber zusätzlich dafür eine Roadmap auf, strategisch natürlich auch abhängig von Markt- und Wettbewerbsanalyse. Welche Partner machen Sinn? Welche möchte ich im Januar, Februar etc. Integrieren? Und baut dann eine Longlist, eine Shortlist auf. Und am Ende wird eben dieses komplette Recruiting, wie gesagt, auch prozessoptimiert. Das heißt, man hat Dokumentationen, Integrationsdateien etc., einen Brand-Readiness-Prozess, also einen Vorbereitungsprozess, was die Time-to-Online dann auch schneller werden lässt. Und es wird dann alles etwas smoother, etwas geregelter, um somit wirklich dann auch diese Skalierungsphasen erreichen zu können. Dann Launch und Marketing bedeutet, man hat das Partnerprogramm eingeführt. Ja, das heißt, man hat schon die ersten Go-Live-Pilotpartner, die man schon vielleicht heimlich online genommen hat als Testing und guckt dann, wie man eben an den Endkunden kommunizieren kann im Sinne von Marketing, von Präsenz, dass eben neue Assortments verfügbar sind, neue Angebote, eventuell sogar, dass das Marktplatzmodell jetzt komplett gelauncht ist. Das Ganze ist stark davon abhängig,
muss man sich bewusst machen, wie man sich platzieren möchte von einer Exklusivität her. Bedeutet, bin ich ein sehr exklusiver Marktplatz, der eben noch die eigene Kontrolle hat und der Face to the Customer ist, dann möchte ich vielleicht nicht eine große Glocke hängen, dass wir jetzt 15 weitere Partner haben, sondern dann möchte ich in den Marketingkampagnen eher sagen, wir haben die Assortments erhöht, die Verfügbarkeiten, das Angebot und darauf fokussieren als per se auf das Marktplatzgeschäft an sich. Andersrum, wie gesagt, wenn man das eben wirklich ausbauen möchte und auch zu einem klassischen Vermittler im Marktplatzmodell möchte, dann macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, hey, wir haben uns geöffnet, das heißt, das Angebot wird jetzt enorm weiter skalieren und steigen. Guck doch vorbei im Shop etc. und da, wie gesagt, diese konkreten Marketingkampagnen aufzubauen. Dann letzten Schritt, das fortlaufende Performance Management, das heißt Systeme und Tracking und Analysen einzuführen, um zu gucken, dass das Ganze fortlaufend eben gut funktioniert und auch besser, geschärfter zur Skalierung hinführt. Das fängt ganz am Anfang an, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir gucken auf die Systeme, auf die IT-Infrastruktur, wir stabilisieren diese Prozesse, dass diese interne ID möglichst automatisiert läuft, das heißt möglichst wenig manuelle Eingriffe noch, dass wir dann wirklich auch die Partner-Roadmap erhöhen können und die Integrationszahlen erhöhen können. Dann der Integrationsprozess an sich logischerweise muss weiterentwickelt werden. Das heißt, ich stelle konkrete Videos zur Verfügung als Unterstützung für die Partner, wie man sich integrieren kann. Konkrete Dokumentationen, Guides, How-to, wie passe ich mein Content an, was sind die generellen Anforderungen etc. Oder ein Brand Readiness, das ist ein Begriff von Zalando oder auch Tradebyte, das ist eine Vorbereitungsphase, in der man sagt, man hat die Partner in einer Pipeline und die haben eine gewisse Anforderung zur Vorbereitung zu erfüllen. Das bedeutet, die müssen beispielsweise ihre Content-Daten im Grund strukturieren oder ihre Bilder, um dann einen Integrationsslot zu erhalten. Somit kann man dann auch die Time to Online extrem erhöhen, weil man dann eben den Partnern eigenverantwortlich eine Aufgabe gibt zur Vorbereitung in dieser Brand Readiness. Dann das Monitoring, ganz wichtig. Während das zum Beginn zum MVP wahrscheinlich noch nicht steht, muss man dann gucken, dass man konkret die KPIs oder auch die SLAs logischerweise trackt von den Partnern. Man kann dann ein Scoring-Modell einführen, wie zum Beispiel das Customer Experience-Modell von Zalando, in dem man sagt, okay, die KPIs, Logistik, Verfügbarkeit, Customer Care etc. Sind mit solchen Scores eben verbunden und bewertet, und dann gibt es eine Gesamtbewertung des Partners, was dann zu einerseits Sanktionen führen kann, Delistings oder auch zu Belohnungen. Ja, neuerdings gibt es auch Belohnungen, das bedeutet, man kann eben eine bessere Platzierung beispielsweise erhalten, um das eben komplett standardisiert einzuführen, weil nur so hat man dann auch die Kontrolle tatsächlich über die Performance und kann gucken, welche Partner Sachen besser machen, um das dann auch im Integrationsprozess vielleicht wieder einfließen zu lassen und diese Learnings auch auf die neuen Partner auszuweiten. Dann die Organisation an sich bedeutet natürlich Aufbau einer eigenen Unit, Spezialisierung von Rollen, das heißt, man skaliert auch mit Employees, brauche ich mehr Integrationsmanager, brauche ich mehr Partnermanager, weil ich mittlerweile unzählige Partner habe, die natürlich individuelle Betreuung je nach Exklusivität auch benötigen. Das heißt, wie skaliere ich da und dann auch, wie kann ich weitere Dienstleistungen hinzufügen? Welche Rollen brauche ich dafür, dass ich dann wirklich eine eigene Unit, eine eigene Organisation nochmal hinsichtlich des Marktplatzes bildet? Und natürlich darüber schwebend, von A bis Z durchgängig ist die Profitabilität. Das bedeutet, man rechnet im Business Case, ist das Ganze profitabel, was ich mache. Wenn es zu Beginn nicht profitabel ist, was oftmals der Fall ist, dann aber ist absehbar, dass es profitabel wird. Das heißt, wie ist die Richtung der Profitabilität? Ist absehbar, ob wir, wenn wir gewisse Skalierungseffekte erreichen, dann eine Gewinnmarge erzielen im generellen Konstrukt? Und das, wie gesagt, muss auch fortlaufend in dem Performance Management berücksichtigt werden. Das
sind nun die 9 Schritte gewesen, wie man sich hinsichtlich eines Marktplatzes positionieren kann, aufbauen kann. Natürlich ist es ein komplexes Thema und man muss auch weiter in die Details, in die Tiefen reingehen. Aber man kann sich sehr gut an diesen Schritten orientieren und auch am Reifemodell, um dann in der eigenen Bestandsaufnahme von den Assets bewerten zu können. Okay, wie kann man sich positionieren? Wo möchte ich vielleicht hin? Was sind die Chancen auch in einem hybriden Modell? Und deswegen gerne daran orientieren und dann konkreter in die individuellen Schritte mit einsteigen. Kommen wir nun zu einer kleinen Success Story. Wir haben als Beispiel genommen Van Graaff. Zum Beispiel hat Van Graaff in kurzer Zeit über 13.000 Artikel allein über das Marktplatzgeschäft ongeboardet und auch über 30 neue Connections mit neuen Brands und Suppliern aufbauen können. Wir haben auch von letzter Woche zum Beispiel noch die Success Story von MyToys oder unzähligen anderen Partnern, die wirklich es gezeigt haben, dass man schnell möglichst viel integrieren kann, das Angebot erhöhen kann und dadurch aber auch die Nachfrage steigt, um somit Netzwerkeffekte zu erzielen. Wenn es jetzt generell dazu noch Fragen gibt, einerseits logischerweise auf der Markenseite, das heißt, ich bin eine Marke und möchte auf unterschiedliche Marktplätze integrieren, aber auch jetzt konkret zum Thema von heute, wie werde ich ein Marktplatz? Wie kann ich diesen How-to-Guide detailreich bei mir anwenden und welche Hürden gibt es dann noch in den individuellen Schritten, stehen wir natürlich zur Verfügung. Das heißt, gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten blende ich am Ende auch noch ein. Und wir von Tradebyte helfen eben einerseits Markenseite, andererseits Marktplatzseite zueinander zu führen und erfolgreich zu machen. Und aus Marktplatzsicht insbesondere interessant ist der Markenpool von uns. Das heißt, wir haben schon über 1.000 Partner integriert im TV One Live funktional, die nur darauf warten, dass ein neuer Marktplatz kommt, der zu ihnen passt von der Zielgruppe her. Und deswegen können wir hier auch sehr schnell neue Integrationen vornehmen. Deswegen hier nochmal die Kontaktdaten sehr gerne bei LinkedIn oder per E-Mail auch die Miriam kontaktieren. Wir unterstützen sehr gerne, wenn es wirklich tiefer gehen soll, in eine Beratung. Und ja, jetzt im ersten Schritt nochmal die Fragerunde und dann vorab vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tim. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Das war ein bisschen schwierig davor. Ich habe leider Gottes einen Komplettausfall des festen Internets. Ich muss jetzt sozusagen die Mobilie einwählen. Du bist ja mit hoher Geschwindigkeit durch einen komplexen strategischen und operativen Prozess durchgerauscht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass einige das erst nochmal nacharbeiten wollten. Dennoch eine Frage, die sich ja immer wieder stellt. Gibt es so eine Faustformel, ab wann es sich für einen Brand oder einen Retailer-Brand, also eine Marke im Internet im weiteren Sinne, eigentlich überhaupt lohnt, darüber nachzudenken, Marktplatz zu werden? Muss man eine bestimmte Bekanntheit haben, eine bestimmte Anzahl von Visits oder Kunden haben, die ohnehin schon bei mir selber sind, um überhaupt die Chance zu haben, dieses berühmte Wheel of Growth irgendwie loszutreten, dass man so eine Destination werden kann? Oder das ist jetzt genau die andere Ansatzweise, dass man sagt, wenn man eine vernünftige Infrastruktur hat, also einen Marktplatzpartner hat wie TB One oder wie andere, die es gibt, und eine vernünftige Softwarelösung hat, dann ist es ein falsches Denken zu glauben, dass man zu klein sei, weil eigentlich jeder neue Player in diesem Netzwerk ja eine Opportunität schafft. Ne? Also was ist der richtige Ansatz? Muss ich denken, ich brauche erst eine Größe? Ist das der bessere Weg? Oder soll man sagen, ich starte einfach, weil das Netzwerk an sich lebt auch von kleinen Partnern und damit werde ich automatisch was heranziehen. Das ist eine komplexe Frage, weil es auch keine direkte Antwort dazu gibt im Sinne von Schwellenwerten. Das ist ganz abhängig von der Positionierung auch der Nische, wo ich selber als Retailer unterwegs bin. Das heißt, habe ich eine Teilnische und dann ist sie natürlich vergleichbar zu einer breiteren Reichweite relativ gering, aber das kann auch schon genug Reichweite sein, um sich als Marktplatz zu öffnen. Also beide Ansätze funktionieren. An sich ist die Reichweite unfassbar wichtig. Das bedeutet, wenn man jetzt
Probleme in der Reichweite identifiziert, in der Bestandsaufnahme, dann ist es vielleicht nicht der richtige Ansatz zu sagen, okay, ich werde jetzt ein Marktplatz. Aber wenn man sagt, okay, die Reichweite entwickelt sich gut und ich möchte Marktplatz ausprobieren zum Testing, da ist dann das Stichwort, was du meintest, mit weiteren Suppliern führen, eventuell auch zu weiteren Reichweite-Funktionalitäten, dann kann man das sehr gut zum Testing hinnehmen. Wie gesagt, da gibt es keine konkrete Schwelle, wo man sagt, ab X Amount of Reichweite macht es Sinn. Das ist individuell auch in Abhängigkeit von der Positionierung in der Nische eventuell, ob es Sinn macht. Beide Ansätze funktionieren. Ich würde zuerst von der Reichweite her gehen, um zu sagen, kann ich dann eventuell noch diese Netzwerkeffekte mit weiteren Partnern nutzen und dann auch einfach mal testen im Sinne von, wir probieren das mit Partnern und gucken dann, ob die erhöhte Angebotsreichweite auch die Nachfrage mit erhöht. Ein zweites Thema hast du auch gestriffen, sag ich mal, oder gestreift. Du hast dieses Thema eher angesprochen. Ist man künftig eher Vermittler oder hat man dieses Kommissionsgeschäft? Das hat ja auch damit zu tun, dass du im Ernstfall eine Art Kreditierfunktion für die anderen annimmst. Das heißt, das ist ein Kreditgeschäft, was du teilweise ja machst. Das heißt, da gibt es ja Regulierungen. Die Finanzaufsicht schaut ganz anders auf ein Unternehmen. Ist das nicht eine Hürde, im ersten Schritt so weit zu gehen, zu sagen, ich will das selber übernehmen? Denn tatsächlich sind dann ja ist die Regulatorik eine ganz andere dahinter. Genau, auf jeden Fall. Also gerade in der Dachregion ist somit der erste Schritt meistens, dass man sich eher an man ist immer noch Verkäufer an sich und hat eben diese Regulatoren nicht, weil das eher näher an dem Geschäft ist, weil die Hürde von einem Zahlungsdienstleister aufgrund von, was du angesprochen hast, dieser PSD2-Richtlinie, dass man sozusagen eine Lizenz braucht, eine Banklizenz, um die Gelder zu vereinnahmen, ist eine enorme Hürde. Und diese Integration eines PSPs, also eines Payment Service Provider, der diese Funktionalitäten erfüllt, ist aufwendiger. Das heißt, dieses klassische Vermittlungsmodell, wenn man jetzt von einem klassischen Retailer-Setup ausgeht, zu implementieren, ist technisch aufwendiger als diese Zwischenmodelle. Und deswegen haben wir ja gesagt, im Reifo-Modell ist dieses Dropship, wo man noch selber agiert als Verkäufer, so dieser Zwischenschritt, wo man sagt, man öffnet sich Schritt für Schritt, prozessual auch, aber hat eben noch nicht von 0 auf 100 diesen Implementierungsproblematik auch von der Zahlungsdienstleistung. Okay, würde ich noch eine weitere Frage stellen zu dem Thema Fulfillment. Du hast ja die verschiedenen Modelle ge gezeigt. Die Kundenerwartung, beziehungsweise dieses Thema mit dem Cross-Docking, das heißt, ich muss die Ware vereinnahmen und dann muss ich sie umpacken und alles weitere. Das ist sicherlich ein Modell, was dazu führt, dass die Kunden Komplettlieferungen bekommen. Das kann nachhaltiger sein, obwohl auch da wiederum ja Verkehre erzeugt werden. Aber ist das nicht eigentlich ein Modell, was man heute vernachlässigen kann? Also gibt es wirklich Leute, die genau konsequent diesen Weg gehen, weil eigentlich doch der Man muss ja eine komplette Logistik umbauen, man muss einfach die Prozesse hier so tief anpassen. Wann macht es überhaupt Sinn, über so ein Modell nachzudenken? Also es ist nicht sehr gängig, da gebe ich dir recht. Das Gängigste ist das klassische Dropshipment. Aber es gibt Anwendungsmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel das Marktplatzgeschäft von schwierigen Ländern, das hatte ich angeführt als Osteuropa als Beispiel. Wenn man jetzt sagt, man möchte deutschen Partnern ermöglichen, in Osteuropa zu verkaufen, die haben aber die Logistik da nicht, die Last Mile etc., da kann es Sinn machen, bestehende Logistikstärken auszunutzen im Sinne von Cross-Docking. Und auch gängig ist es bei Luxusansätzen. Das bedeutet, man hat sehr exklusive, hochpreisige, plattformähnliche Marktplatzmodelle, wo dann aber das Endkundenfeeling enorme Stellenwert hat. Und deswegen wird dieses Cross-Docking genommen, damit, wenn das Paket beim Endkunden landet, eben diese Experience einheitlich und super luxuriös ist. Das ist auch eines der Ansätze, wo es das gibt. Die meisten, gebe ich dir recht, haben das klassische Dropshipment. Das macht auch am Anfang mehr Sinn, weil es eben die Logistik entlastet und dann muss man gucken, wie man positioniert ist. Okay, wunderbar. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine ganz breite Palette angesprochen. Es sind
unfassbar komplexe Flowcharts drin gewesen mit den Überlegungen, wie man PSPs einschaltet, was man macht und, und. Das ist also kein einfacher Weg, selber Marktplatz zu werden. Themas angeboten, wenn ihr sowas habt, wenn ihr tiefer in die How-To-Guides einsteigen wollt, sucht euch dafür Partner. Es ist nur im Kämmerlein, das zu machen, ist nicht einfach. Und ein weiterer Punkt, der ist, glaube ich, auch klar geworden. Wenn ein Partner eine Vielzahl schon an sozusagen eigenen Netzwerkpartnern oder anderen Brands mitbringt, kann es leichter sein, dass man eben die Skalierung hinbekommt, als wenn man es nur von der technischen Seite aus aufzieht und dann zwar eine technische Lösung hat, aber eigentlich jeden Partner noch selber wieder onboarden muss. Das kann funktionieren, wenn man selber schon sehr starke, große Relevanz im Markt hat, dann ist die eigene Attraktivität groß genug, um wiederum auch viele dafür zu motivieren, bei einem einzukaufen. Ansonsten ist es eben, muss man den anderen Weg gehen eher und schauen, dass man mit einem niedrigschwelligen, also für alle niedrigschwelligen Ansatz, einfach dieses Netzwerk ein bisschen für sich arbeiten lässt oder diesen Flow der Nutzer arbeiten lässt. Das ist eben typischer Integrationseffekt an der Stelle. Dann bedanke ich mich, Tim, bei dir. Ich bedanke bei dir und auch bei deinen Kollegen für die drei Folgen dieser Webinarreihe. Das Thema Marktplätze wird uns weiter beschäftigen. Ich konnte leider am Anfang nicht dabei sein, ich hätte sonst in der Anmoderation gesagt, wir haben gestern ja die Zahlen unserer Marktforschung veröffentlicht, aus denen doch mal die Relevanz von Marktplätzen deutlich geworden ist, die nach wie vor für jeden zweiten Euro stehen. Dazu nur kurz gesagt, wenn wir über Marktplätze reden, dann reden wir über reine Marktplätze, also nicht solche, die schon aus dem Retailer heraus zu einem Marktplatz geworden sind. Wenn wir hier diese Umsätze irgendwann, weil die 50%-Schwelle vielleicht erreicht worden ist, wie es bei Amazon ja auch über erreicht ist, komplett sozusagen einem als Marktplätze betrachten, dann wäre der Anteil von Marktplatzmodellen im E-Commerce und an den E-Commerce-Umsätzen insgesamt deutlich höher. Allerdings natürlich könnten wir auch nicht alle Umsätze dann rüberziehen in die Marktplätze und müssten man dann doppelt nachdenken, welche Relevanz das eigentlich hat. Aber es zeigt einfach nur, dass dieses Thema Marktplatz uns zumindest für die nächsten Jahre noch sehr beschäftigen wird. Und ein zweiter Punkt dazu, ich habe es gestern auch in der Pressekonferenz vorgestellt, wir haben gerade eine Studie gemacht, die wird im Mai circa veröffentlicht, vielleicht ein bisschen früher, also jedenfalls noch im ersten Halbjahr, wo wir uns mit den gezielt 18- bis 28-Jährigen beschäftigt haben. Und wir haben sie gefragt, was eigentlich ihre Lieblings-Einkaufsdestinations sind. Man würde denken, dass sie sagen, nee, wir kaufen eben gerne bei kleinen Boutiquen, die wir über Facebook oder Instagram vor allem dann eben finden. Tatsächlich sagen 75, also drei Viertel von denen, dass sie am liebsten auf Online-Marktplätzen oder Plattformen einkaufen. Ja, dass das also denen ist bewusst, dass eine Aggregation, denen ist bewusst, dass es eben nicht der kleine, hübsche Shop an der Ecke ist. Aber sie genießen eben an dieser Stelle die Breite des Angebots plus die Garantie dessen, dass dort der Fulfillment und der Service funktionieren. Und wenn man das eben leisten kann, wenn man das kann, dann ist eben die Chance, wenn der Kunde der Zukunft, ja, da in diese Richtung sich bewegt, ist die Chance gut, dass man eben auf diesem Marktplatzweg sein Wachstum realisieren kann. Das also sozusagen nochmal als Ausblick für euch, die ihr teilgenommen habt. Tradebyte wird das sicherlich so unterschreiben, weil ihr das auch genau beobachtet daran, welchen Effekt solche Marktplatzentwicklung und Entwicklung zum Marktplatz für die Firmen auch haben können. Genauso wie es eben die Teilnahme an Marktplätzen auch schon unmittelbar letztlich auch Umsatzzuwächse bringen kann. Nochmal vielen Dank euch, dass ihr es so schön dargestellt habt alles, dass wir jetzt einen Guide haben, wie wir strategisch in die Themen rangehen können. Damit wünsche ich euch allen im Publikum hier noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Macht euch eure Gedanken, wie es weitergeht und wir sehen uns dann wieder bei den nächsten Webinaren zu dem Thema. Wir werden auch uns mit dem Thema globales Expansion über Marktplätze stärker beschäftigen in diesem Jahr, weil wir gesehen haben, dass Deutschland, Europa vielleicht auch mal eher in einer Krise stecken als andere Teile der Welt
und dass man tatsächlich sowohl einkaufen als auch verkaufen kann über global agierende Marktplätze. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank. Auch an deine Kollegin noch, die es mitkonzipiert und entwickelt hat. Und wir sehen uns alle bei einem der nächsten Webinare der BVH Akademie. Dankeschön und tschüss.